1888 hat Brasilien als eines der letzten Länder Südamerikas die Sklaverei abgeschafft. Heute, gut 130 Jahre später, arbeiten laut Internationaler Arbeitsorganisation immer noch mehr als 40 Millionen Menschen weltweit unter sklavenartigen Bedingungen. Auch in Brasilien. Alle hatten Angst zu flüchten. Nur einer hatte den Mut dazu. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Leben oder Tod. Ich habe mich ausgebeutet gefühlt. Wir sind mitten in der Nacht weggerannt. Gefunden haben sie uns nicht, aber sie haben uns Verfolger nachgeschickt. Nach 12 Stunden, wir waren schon weit gekommen, haben wir bemerkt, dass sie mit Taschenlampen unseren Fußspuren folgten. Wir sind weitergerannt und haben uns versteckt. Wenn sie uns gefunden hätten, hätten sie uns getötet. 3 Tage Flucht durch die Hölle des Amazonas-Urwalds, um der Hölle der Sklavenarbeit zu entkommen. März 2000 in Brasilien. Völlig erschöpft erreichen 2 Männer eine Polizeistation. Man bringt sie zur CPT, der Pastoralen Landkommission. Dort hat man Erfahrung mit Opfern von Sklavenarbeit. Wegen der Schwere des Falles reicht die CPT eine Beschwerde bei den Behörden ein. Eine Untersuchungskommission ermittelt vor Ort und sammelt Beweise. Montagmorgen sind Sepitanga und ich in 2 Polizeiautos losgefahren. Auf der Farm haben wir ihnen gezeigt, wo unsere Freunde waren. Wir sind direkt zu ihnen gegangen. Die Brasil-Werde-Farm ist bei den örtlichen Behörden nicht unbekannt. Bereits 4 frühere Ermittlungen hatten auf sklavenähnliche Beschäftigungsverhältnisse hingedeutet. João Luiz Cagliato, der Farmbesitzer, war schon öfter verhört worden, doch er scheint unbesorgt. Heute hat die Polizei 80 Sklaven auf einer der größten Farmen im Süden Brasiliens entdeckt. Beamte des Arbeitsministeriums von Pará durchsuchten die Brasil-Werde-Farm in Sapucaia, im südlichen Pará. Sie entdeckten 80 rechtswidrig beschäftigte Arbeiter auf dem Gelände. Alle stammen aus dem mehr als 1000 Kilometer entfernten Piauí und sind mit Zügen und Bussen hergebracht worden. Der Anwerber hatte ihnen 10 Reais Lohn, etwa 1,60 Euro, versprochen. Auf ihrer Sozialversicherungskarte stand sogar der vorgeschriebene Mindestlohn. Aber bei ihrer Ankunft war alles anders. Wir haben 10 Cent am Tag verdient. Die Behörden verlangen die Nachzahlung von Löhnen und eine Entschädigung für die 80 Arbeiter. Jeder von ihnen bekommt etwa 23 Euro. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Der Anwalt des Farmers bestreitet mögliche Ausbeutung. Das sind falsche Anschuldigungen. Es wurden keine Arbeiter aus anderen Landesteilen angeworben. Im Gegenteil. Cagliato sieht sich als Opfer der Justiz. In einem Artikel einer der wichtigsten Zeitungen des Landes prahlt er sogar damit, dass er Arbeitskräfte für seine landwirtschaftlichen Entwicklungsprojekte im Amazonas-Regenwald aus Barras im Staat Piauí holt. Die Anwerbung geschieht 1000 Kilometer von Cagliatos Landbesitz entfernt, im Nordosten des Landes. Dort herrschen große Armut und Arbeitslosigkeit. Der Anwerber war ein übler Typ. Er ist in die Stadt gekommen und etwa 4 Wochen geblieben. Er hat ein Haus gemietet, sich mit den Einheimischen angefreundet und nach Arbeitern gesucht. Man hat uns einen Job versprochen. Wir waren arbeitslos. Er sagte uns, wie gut wir es haben könnten, dass wir dann unseren Familien Geld schicken könnten. Wir haben ihm geglaubt und uns verführen lassen. Ich war damals fast 17. Im Radio hatte ich gehört, dass sie Arbeiter suchen. Ich habe dann mit dem Typen aus Pará gesprochen. Sein Spitzname war Melaginha.
Ich habe ihm gesagt, ich sei minderjährig, knapp 17. Da hat er einfach mein Alter geändert. Plötzlich war ich nicht mehr minderjährig. Er hat mein Alter in meinem Ausweis gefälscht. Wir wurden voneinander getrennt und sind 2 Tage lang in Eisenbahnwaggons gefahren. Wir kamen in einer kleinen Stadt an. Den Namen habe ich vergessen. Wir hatten die Fahrt auf der Papageienstange gesessen. So nennt man die Ladefläche eines Güterwaggons. Wir sind um Mitternacht angekommen und sollten leise sein. Sie haben uns gezeigt, wo wir unsere Hängematten aufhängen sollten. Das war aber eine Art Hundezwinger. Ich bin in einer Hütte untergekommen, die war nur mit Stroh gedeckt. Sie haben sie auch als Gerberei genutzt. Es stank entsetzlich. Die Zustände vor Ort werden damals mit Fotos dokumentiert. Wir wurden zur Arbeit gezwungen. Unsere Hände waren blutig und voller Schwielen. Sie klebten an den Äxten fest. Wir haben T-Shirts zerrissen und rumgewickelt, um das auszuhalten. Wir haben Bäume gerodet und dann Gras gepflanzt. Das hätte ein Traktor auch gekonnt. Meine Füße haben sich entzündet, weil wir den ganzen Tag im Wasser standen. Die Wunde ist bis auf den Knochen gefault. Wir haben aus dem gleichen Tümpel getrunken wie die Tiere. Dort mussten wir uns auch waschen. Wir hatten keine Alternative. Sie haben uns kein frisches Wasser gebracht. Damit mussten wir klarkommen. Die Brasil-Werde-Farm ist nur ein Teil des Besitzes der Cagliato-Brüder, mit die reichsten Landbesitzer Amazoniens. Man nennt sie auch die Rinderkönige. Statt Lohn zu bekommen, haben wir der Farm immer mehr Geld geschuldet. Wir mussten für das Essen, den Kaffee und das Brot bezahlen. Wir mussten dafür bezahlen, also hatten wir Schulden. Wir standen in einer Reihe an. Der Boss saß mit seinem Revolver am Tisch, neben ihm 2 seiner Wachmänner. Und wir haben fast kein Geld bekommen, nicht mal 15 Cent. Das Arbeitsministerium hat später ausgerechnet, was wir dort verdient haben, und kam auf 11 Cent. 11. Stellen Sie sich vor, wir haben das Ticket dorthin gezahlt, das Essen, alles. So konnten wir nie unsere Schulden bezahlen. Sie hatten uns das Blaue vom Himmel versprochen, aber wir sind reingelegt und eingesperrt worden. Mut und Entschlossenheit der beiden Geflüchteten sorgen damals für die Befreiung der Kameraden aus dieser Hölle. Wir waren gerade bei der Arbeit. Da kam ein Typ und hat gesagt, geht zurück in eure Quartiere. Arbeitsinspektoren wollen mit euch sprechen. Der Vorarbeiter war auf einmal sehr freundlich. Da habe ich gewusst, dass etwas nicht stimmt. Er hat uns gedrängt zu sagen, dass alles in Ordnung sei. Sagt, dass es euch gut geht. Ich erinnere mich, wie Sie damals überrascht und unverblümt gesagt haben, aber euer Ehren, das ist doch normal in Brasilien. Wir sind hier angeklagt, dabei verhalten sich alle Farmer genauso. Das ist eine kulturelle Frage.
So haben sie argumentiert. Aber ich denke, wenn das die Kultur ist, dann müssen wir diese Kultur ändern. Die Cagliato-Brüder wurden bereits mehrfach angezeigt. Sie wurden regelmäßig vorgeladen. Sie haben sich einen Anwalt genommen und sich auf den Prozess vorbereitet. Obwohl meine Anzeige sie vor Gericht gebracht hat, behielten sie ihre Praxis bei. Die Anzeigen haben sie einfach ignoriert. Die Cagliato-Brüder erwirken damals die Verlegung ihres Falls vom Bundes- zu einem Bezirksgericht. Dort bleibt er zunächst unbearbeitet liegen, dann wird die Akte geschlossen. Erst 16 Jahre später wird der Fall neu aufgerollt und verhandelt. Die CPT in Pará und das Zentrum für Gerechtigkeit und Völkerrecht tragen den Fall 2016 vor die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte. Zum ersten Mal wird ein Staat wegen eines Falls von Sklavenarbeit vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte angeklagt. Die Vertreter Brasiliens haben das Wort für ihr Schlussplädoyer. Sklaverei, Knechtschaft wegen Verschuldung, erzwungene Arbeitsleistung. All diesen Vergehen ist eines gemeinsam: die Einschränkung oder Verhinderung der Bewegungsfreiheit. Ohne diese gibt es weder Sklaverei noch Knechtschaft noch erzwungene Arbeit. Was die Ereignisse nach dem 10. Dezember 1998 betrifft, ist der brasilianische Staat der Meinung, dass bei den Arbeitern der Brasil-Werde-Farm keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit bestand. So war es auch bei der Befreiung der Arbeiter durch staatliche brasilianische Stellen. Ich dachte, sie haben uns vergessen. Die Sklavenarbeit war doch bewiesen worden. Die Bundespolizei war vor Ort gewesen und hatte uns befreit. Aber die Schuldigen wurden nicht bestraft, deshalb werden sie es immer wieder tun. Wir werden nicht die Letzten gewesen sein, solange es Leute gibt, die uns nicht glauben. Als ich aufgefordert wurde, nach Brasilia zu kommen, habe ich gedacht, das ist jetzt endlich der Weg, um Gerechtigkeit zu erfahren. Ich war glücklich und ängstlich zugleich. Aber selbst wenn wir gewinnen, was wir durchgemacht haben, kann ich nicht vergessen. Es lässt sich nicht ausradieren. Ich war vorher noch nie geflogen. Ich bin dorthin gereist. Es war wie ein Wunder. Und ich war nervös. Noch nie hatte ich eine öffentliche Aussage gemacht. Aber dann schöpfte ich Mut, denn alles war in meinem Kopf gespeichert. Meladinho bater na, me bater. Né? Aí o que que acontece? Aí ele aí tinha um pistoleiro lá de um lado e falou assim: se for pra matar, a gente mata agora. E por que você não fugiu? Não tinha como. Explica por quê? Não tinha como, porque não era. Entre o dia não era vigiado. À noite nós não conseguia sair porque tem muito animal silvestre. Né? De dia tinha os fiscais. E de noite, se a gente botasse o pé fora do barracão, a gente era devorado. Cheguei, chorei. Im Dezember 2016 verurteilt der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte Brasilien dazu, jedem Arbeiter der Brasil-Werde-Farm 40.000 US-Dollar Entschädigung zu zahlen. Das erste Mal in seiner Geschichte. Grund? Der Staat hatte die Gesetze gegen Sklavenarbeit nicht durchgesetzt und die Rechte seiner Einwohner nicht gewahrt. Das Urteil kann nicht angefochten werden. Der Staat muss zahlen. Allerdings verweist das Gericht den Fall zurück an die brasilianische Justiz und überlässt ihr das letzte Wort. Das Leid hat sich in unsere Seelen eingebrannt. Ich habe Narben davon getragen, von der Zeit auf der Brasil-Werde-Farm, vor 17 Jahren. Geld kann das nicht ungeschehen machen. Es kann den Schmerz lindern, meine Familie entlasten.
Aber das Leid begleitet uns bis in den Tod. Thank you.